So, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz tollen Ankündigung hier auf gleichzeitig vier Kanälen. Mit dabei ist der Osinux, der Nico. Hallo. Na, Hallöchen. Der Zini. Einen cineastischen guten Tag wünsche ich euch. Und der Kato, hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Okay. Alles klar, gut. Jetzt frage ich, was machen wir vier hier? Also, wenn ihr es nicht schon am Titel gesehen habt und am Thumbnail. Was machen wir hier? Ja, wir wollen euch sagen, dass jetzt am Dienstag, dem 5. April 2016, ein neues Projekt startet, und zwar das Projekt Pocket Time Staffel 1. Juhu, yeah! Für Chris und meine Zuschauer, denke ich jetzt, Staffel 1, wer es kennt noch von damals. Wir haben Pocket Time in einer anderen Version schon mal gestartet gehabt, haben es aber dann beenden müssen, da Chris, nachdem er einen neuen PC bekommen hat, den Speicherstand verloren hatte und das keinen Sinn mehr gemacht hat, aufgeben. Und ja, jetzt haben wir das ganze Ding nochmal überarbeitet. Es ist eine Randomized Nuzlocke Challenge. Wir spielen Pokémon Schwarz 2. Und ja, die Regeln, die können wir jetzt mal zusammen nochmal durchgehen, würde ich sagen, damit einfach auch für die Zuschauer die Regeln klar sind. Lesen wir einfach mal gerade abwechselnd vor. Die Videos werden im 2-Tage-Rhythmus hochgeladen und haben eine Maximallänge von 20 Minuten. Ja, es darf nach diesen Videos, beziehungsweise pro Tag halt 30 Minuten getrainiert werden. Getrainiert, genau, alles klar. trainiert werden darf nur im Gras und nicht bei neuen Trainern. Wow, mach mal gerade die nächste Regel mit. Auf jeder Route darf ein Pokémon gefangen werden und zwar immer das erste, was man sieht. Und außerdem, ich habe die Regeln gerade nicht offen, also muss das jemand von euch erledigen. Wow. Ja, die Ausnahmen sind, wenn man einem wilden, krassen Legi begegnet, darf man das nächste Pokémon ja erwarten und das dann fangen. Oder man hat es schon gefangen, was Pokémon, was einem in der neuen Route begegnet, in irgendeiner Entwicklungsform, dann darf man es auch skippen. Und in Städten darf man auch mal ein neues Pokémon fangen oder tauschen oder geschenkt bekommen, das darf man auch benutzen. Ja. Und ja. Während des ganzen Let's Plays, was bei mir nur zwei Folgen sind, darf man nur ein legendäres Pokémon fangen und benutzen. Ja. Genau. Und Also wenn. fangen darf Ah, mach ja, weiter. fangen darf man rein theoretisch mehr, aber halt nur eins wirklich im Team haben und benutzen. Ja. Und wenn ein Pokémon gestorben ist, ist es aus dem Projekt und darf in diesem Moment nicht mehr benutzt werden. Sehr traurige Geschichte. Ja, wenn man verreckt, also alle Pokémon sterben, dann ist man quasi raus. Außer man hat noch quasi ein Backup-Team auf der Backup-Box. Also man hat mehr gefangen, hat dann noch welche über. Dann darf man hingehen und sich die holen. Alle anderen sind dann allerdings raus. Genau. So, dann ist es so. Wir machen das natürlich als kleinen Wettbewerb hier. Wenn wir es dann schaffen, generell zu überleben, dann gibt es noch zwei Ziele, und zwar das Erreichen oder Sammeln aller 8 Orden und anschließend das Besiegen der Top 4, den Champ besiegen und damit die Hauptstory abzuschließen. Wer das als erstes schafft, hat die erste Staffel von Pocket Time gewonnen und ist der Sieger, und vielleicht kriegt er auch irgend noch eine Belohnung oder mal Yeah. gucken, das haben wir uns noch nicht überlegt, aber derjenige hat dann auf jeden Fall gewonnen. Wenn denn überhaupt jemand von uns so weit kommt, kann auch sein, dass das Ganze nach 10 Folgen auf allen Kanälen beendet ist und wir alle traurig sind. Ja. Ich gehe dann ganz vorbei. Wenn ihr alle Folgen sehen wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Da sind die anderen nämlich dann verlinkt und dann könnt ihr bei Genau. allen mitverfolgen, was so abgeht. Genau, so Genau. ist es. Ja, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, wenn nicht noch jemand was zu sagen hat, war es das auch. Es startet am 5. April 2016 auf allen Kanälen. Vielleicht auch um dieselbe Uhrzeit. Mal schauen, wie das passt. Und ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Ich mich Ich auch. Wird auch. richtig geil. Ja, das wird schön. Wunderbar. Richtig schön. Bin gespannt, wie weit ich kommen Ja, ich bin generell gespannt, auch dann immer bei den anderen zu sehen, was ihr so macht und so. Bin ich sehr gespannt, was es auch so dann für Teams gibt und so traurige Momente, weißt du, dann hat man so ein Teammitglied so 20 Folgen lang aufgebaut und dann verlierst du es einfach. Also richtig traurige Musik Ja. dann. Oh, Aber auf diese Momente, die werden cool, die werden cool, Leute. ja. Ja. Seid gespannt. Gut, dann würde ich sagen, bis zur ersten Folge. Bis Bis dann. dahin. Ciao, euer Mystery. Bleibt wie ihr seid. Da Kato.